Entweder knockt Wilder Fury aus oder Fury schafft durch TKO den Kampf zu gewinnen. Ich habe es gesagt. Ja, ich habe es gesagt, Fury könnte den Kampf sogar durch TKO gewinnen. Warum? Ich denke, dass er in diesem Kampf einfach viel mehr und viel öfter seine rechte Schlaghand benutzen wird und da auch mal ein bisschen mehr Druck reinlegen wird. Er hat gesehen, dass er Wilder damit annocken kann. Wilder hat nicht das krasseste Kinn. Ja, jedes Mal, wenn er getroffen wurde, wenn er hart getroffen wurde, hat er gewackelt in den vorangegangenen Kämpfen. Ich denke, Fury hat durchaus die Möglichkeit, durch TKO zu gewinnen, indem er ihn irgendwie annockt und dann so lange drauf haut, bis der Referee den Kampf stoppt. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Live-Reaction-Video auf dem Kanal. Freunde, ich habe es gerade noch rechtzeitig nach Hause geschafft von der Arbeit, um jetzt live auf den Kampf zwischen Wilder und Fury zu reagieren. Ich bin krass gespannt auf den Kampf. Ich denke, ihr seid es auch. Wie immer, ich werde versuchen, so viel wie möglich von dem tatsächlichen Kampf in meiner Reaction zu zeigen. Aber das natürlich begrenzen, damit ich nicht gesperrt werde oder damit mein Video nicht gesperrt wird. Ich hoffe, mein Video wird nicht gesperrt, damit ihr das sehen könnt. Runde 1 geht los. Man sieht schon deutlich, also ich finde, man sieht bei Wilder vor allem deutlich dieses höhere Gewicht. Wundert mich gerade, dass er derjenige ist, der rückwärts läuft. Fury läuft vorwärts. Seine Muskeln werden jetzt also schneller mit Blut vollgepumpt werden und dann wird er schneller langsamer werden. Ja, also er wird schnell langsam und müde werden. Das ist das, was so eine Muskulatur immer mit sich bringt. Fury boxt ein bisschen anders als im letzten Kampf. Da war er ein bisschen mehr auf dem hinteren Fuß. Oh, langer linker Haken bei Wilder rangekommen. Lange rechte gerade von Wilder an den Körper von Fury. Wilde Schlägerei. Also was Wilder manchmal raushaut, ist halt schon echt spektakulär. Also, sieht halt mehr nach Straßenschlägerei aus als Weltklasse-Boxen. Also Wilder muss auf jeden Fall seine Hände auch ein bisschen vorsichtig oben halten. Wieder schöner langer Jab zum Körper. Aber das Problem ist, Fury hat halt extrem lange Hände. Er hat eine extrem hohe Reichweite. Wenn er mal so einen ganz langen linken Haken schlägt und Wilder einfach nur mit dem Kopf nach hinten geht und dann am Kinn erwischt, das könnte gefährlich werden. Man, der wiegt immerhin 270 Pfund, der Fury. Ja, der hat jetzt nicht die krasseste Schlagkraft, aber 270 Pfund sind 270 Pfund. Das spürt man trotzdem. Lange Rechte hat getroffen, aber Fury steckt die auf jeden Fall weg. Aber schaut mal auf Wilder. Schaut mal seine Oberarme an. Ja, die scheinen jetzt schon richtig vollgepumpt zu sein. Ich weiß nicht, man, ich bin echt nicht überzeugt von diesem neuen Gewicht. Bin ich wirklich nicht. Im letzten Kampf ist er auch irgendwie so ab der Hälfte des Kampfes müde geworden. Bei ihm ist halt das Entscheidende bei Wilder ist eigentlich Explosivität. Ja, dass er ganz, ganz schnell reinkommt, trifft und die Sache beendet. Oh, eine rechte gerade hat Wilder am Kinn getroffen. Also das hat ihn auf jeden Fall gerade ein bisschen durchgeschüttelt. Da hat er kurz die Orientierung ein bisschen verloren, glaube ich. Ja, Fury, ganz anderer Ansatz bei diesem Kampf. Extrem anders. Er sieht sehr selbstbewusst aus. Ich denke, das hat ihn auch auf jeden Fall ein bisschen Selbstbewusstsein eingeflößt. So, er hat zwei der härtesten Schläge von Fury, von Wilder kassiert und ist danach wieder aufgestanden. Aber er darf nicht zu unvorsichtig werden, weil es könnte jeden Moment einkrachen, haben wir bei King Kong Ortiz gesehen, ja. Boah, da war wieder ein Treffer von Fury. Aber in diesem Kampf macht Fury echt eine gute Figur, Mann. Richtig gefährlich, was er gerade raushaut. Das wäre auf jeden Fall krass. Also wenn Fury es schafft, Wilder auszunocken, wäre das noch krasser, als Ruiz Joshua ausgenockt hat, glaube ich. Ja? Weil das erwartet halt wirklich jetzt gerade gar keiner, dass Fury Wilder ausnockt. Wilder scheint für mich irgendwie nicht klar im Kopf zu sein. Er bekommt die ganze Zeit Treffer und dreht sich irgendwie von denen weg. Junge, Junge, was ist los? Echt, ich sag's euch. Nee, krass. Das hat ihn richtig von den Füßen gerade gehauen, Mann. Ich sag's euch, 270 Pfund. Das ist eine Menge Gewicht, die Fury gerade mit sich trägt. Und Wilder sieht angeschlagen. Wilder ist voll angeschlagen. Seine Beine wackeln. Ey, der geht gleich Knockout. Der geht gleich Knockout. Ich hab's euch gesagt. Ich hab es euch gesagt. Der ist richtig... Wilder... Oh mein Gott, hat es ihn gerettet. Die Glocke hat Wilder so krass gerettet gerade. Wäre diese Runde jetzt noch vielleicht 30 Sekunden gegangen, hätte Fury den Knockout bekommen. Garantiert. Wilder hat extrem gewackelt. Schaut es euch mal an. Direkt an den Hinterkopf getroffen. Orientierungssinn von Wilder war gleich weg. Ja. Gleichgewichtssinn von ihm war weg. Bam. Hinter dem Ohr. Hinter dem Ohr. Ja. Wenn ihr da getroffen werdet, alles ist vorbei.
Ihr merkt gar nicht richtig, wie eure Beine wegklappen. Schaut mal, das war klare Trefferwirkung. Wilder sieht extrem müde und unbeweglich aus. Er ist nicht klar im Kopf. Ich glaube wirklich, er geht gleich Knockout. Wenn Fury jetzt nicht unvorsichtig wird und einen Konter kassiert und selber schlafen geht, glaube ich wirklich, dass Fury es schafft, den Kampf zu beenden. Schaut mal seine Augen an. Schaut mal in seine Augen. Der ist richtig gerade... Schaut mal, er dreht sich die ganze Zeit von den Schlägen weg. Irgendwas passt da einfach nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Der geht gleich Knockout. Wie müde Wilder jetzt schon ist. Es ist erst die vierte Runde. Die vierte Runde geht jetzt gerade erst zu Ende und der ist todmüde. Und jetzt dieses Dreckige, dieses Geklinsche ist richtig schlecht für Wilder, weil Fury mit seinem zusätzlichen Gewicht drückt ihn, zwingt sich auf ihn auf und er muss dieses Gewicht halt jetzt auch noch zusätzlich tragen. Das ist das Problem. Ich hab's gesagt, dieses zusätzliche Gewicht ist kein Vorteil für ihn, für Wilder. Extrem Nachteil. Er ist jetzt langsamer und kommt nicht so spritzig Fury hinterher oder in Fury rein. Jetzt kommt Fury ihm sogar entgegen, aber er kommt nicht so spritzig genug rein, um seine Kombination zu treffen. Tyson Fury ist kurz davor, die Welt krass zu schocken. Aber wirklich, einen extremen Schock hinzulegen. Der frisst diese rechten Hände von Fury die ganze Zeit, der Wilder. Weil er immer seine Hände unten hat und sich dann wegdreht. Anstatt die Hände hochzunehmen oder Oberkörperbewegungen, hat er seine Hände immer hier und versucht hier zu blocken und dreht sich dann weg. Das ist gefährlich. Fury hat eine extrem hohe Reichweite. Der wird ihn immer damit treffen. Der muss die irgendwie blocken. Und jetzt versucht er sich hier irgendwie beim Referee zu beschweren anscheinend. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Fighter anfängt, sich beim Referee ein bisschen um Hilfe umzuschauen. Das zeigt, dass er ein bisschen hilflos ist gerade im Ring. Zwei saubere Treffer und da wieder ein Treffer und er fällt auf den Arsch, weil er sich nicht halten kann. Seine Beine machen nicht mehr mit. Seine Beine haben nicht mehr genug Kondition, um seinen Körper quasi zu tragen. Oder rechtzeitig sich in der Stellung anzupassen, um stehen zu bleiben. Wilder kämpft, Mann, Wilder kämpft. Ich glaube nicht, dass er den Kampf überstehen wird. Wieder Rechte zum Körper, Rechte zum Kopf. Jetzt auch wilde Schwinger von Fury am Start. Er scheint jetzt auch ein bisschen aber langsamer geworden zu sein und müde geworden zu sein. Er blutet aus dem Ohr. Also bei ihm ist irgendwas im Ohr kaputt. Vielleicht Trommelfell geplatzt oder irgendwas passiert. Das könnte ein Grund dafür sein, dass er sich gerade so komisch bewegt und so wenig Gleichgewicht im Körper hat. Also wenn ein Fighter aus dem Ohr so stark blutet, ist es schon ein deutliches Signal, dass etwas nicht ganz so stimmt. Man sieht halt einfach, wie extrem müde Wilder gerade ist. Oh, und er deckt ihn gerade mit Schlägen ein. Drei Schläge zum Kopf getroffen. Fury aber langsam auf jeden Fall auch müde. Schau mal, wir wollen alle den Kampf zwischen Wilder und Joshua sehen. Und wenn Fury den jetzt gewinnt, werden wir den nicht sehen. Weil dann Fury in der Position ist, gegen ihn zu kämpfen. Aber ich will nicht wirklich Fury gegen Joshua sehen. Ich will Wilder gegen Joshua sehen. Das wird eine Schlacht für Wilder auf jeden Fall. Das ist halt auch eine Methode, wenn ihr einen starken Puncher habt, ihn rückwärts zu dringen, weil im Rückwärtsgang hat er einfach nicht die Möglichkeit, sein ganzes Gewicht in den Schlag reinzulegen. Ja? Das ist eine Methode, die sehr viele Leute angewandt haben, wenn sie gegen einen starken Puncher gekämpft haben, einfach ihnen den Druck geben, weil die das meistens nicht gewöhnt sind, rückwärts zu laufen oder rückwärts laufen zu müssen und dann ihre Schläge nicht so effektiv rausbringen können. Normalerweise laufen die ja immer vorwärts und können ihr ganzes Gewicht hinter den Schlag legen. Und das nimmt Fury gerade Wilder einfach weg, ja, weil er ihn die ganze Zeit nach hinten drängt. Er muss aus der Rückwärtsbewegung schlagen. Kassiert hier wieder den langen linken Haken. Und jeder Schlag, den er kassiert, schüttelt ihn durch. Und sogar einfach rückwärts laufen. Ihr seht, schaut mal, wie er rückwärts läuft. Seine Beine überkreuzen sich da teilweise sogar. Also sogar einfach nur rückwärts laufen ist für ihn anstrengend. Uff, jetzt stellt er sich in die Ecke und nimmt Schläge an. Das ist gar keine gute Idee. Der hat den Kampf abgebrochen! Hat er den Kampf jetzt abgebrochen? Ja, der hat den Kampf abgebrochen. TKO-Sieg für Tyson Fury. Jetzt für einige ein bisschen vorzeitig. Ich sehe jetzt schon wieder, was im Internet dann für ein Shitstorm losgeht. Viel zu frühzeitig abgebrochen. Aber man sieht einfach, Wilder hat die letzten drei Runden nichts anderes versucht, als zu überleben.
Er hat aus dem Ohr geblutet, man weiß nicht, was da kaputt gegangen ist. Jeder Schlag, den er kassiert, hat ihn extrem durchgeschüttelt und ihn durcheinander gebracht. Irgendwas ist auf jeden Fall, denke ich, ein bisschen kaputt bei ihm. Wahnsinn. Ich hab's euch gesagt, Freunde, ich bin ein verdammter Wahrsager. TKO-Sieg für Tyson Fury. Also, man kann nichts sagen, Freunde. Also, Wilder hat auf jeden Fall Kämpferherz bewiesen, aber Fury hat eine krasse Leistung hier abgeliefert. Der ist von Runde 1 an reingegangen, hat nur Druck gemacht und hier Wilder unter Druck gesetzt und ihn ein paar Mal richtig hart getroffen. Wahrscheinlich Trommelfell oder irgendwas geplatzt bei ihm, ja, dadurch auch die Schwierigkeiten mit der Orientierung und allem. Ja, unglücklich für Wilder, aber ich denke trotzdem, das liegt teilweise halt auch einfach an diesem zusätzlichen Gewicht, was er mit sich führt. Er war nicht so ganz beweglich, er war nicht so schnell. Krass. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall ein größerer Schock als Ruiz gegen Joshua. Ja, Freunde, der Kampf ist vorbei. Was soll man dazu sagen? Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Reaction dazu hat euch ebenfalls gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer Daumen hoch drücken. Schreibt mir einen Kommentar, eure Meinung zu dem Kampf. Und natürlich Abo hinterlassen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, passt auf euch auf.